Okay, ich würde starten mit der chaotischen Viertelstunde und ein klein wenig was über neue Features in der Sprache C++ erzählen. Jetzt ist ja C++ eine Sprache, wo man vielleicht gerade hier in der Runde an ein paar Stellen auch sehr hämisches Feedback dafür bekommen könnte, weil, naja, warum schreibst du das nicht in Rust und irgendwie, keine Ahnung. Genau, manche Leute gucken schon sehr richtig. Aber es ist nun mal so, dass C++ einfach noch, ich sag mal, da draußen bei einigen Firmen, bei einigen Produkten unersetzlich ist und als Sprache deswegen ja immer wieder quasi es wert ist, weiterentwickelt zu werden. Welche Probleme der Prozess hat, da können wir nachher vielleicht noch kurz drüber reden. Genau, also wir reden heute über neue Features in C++ und dabei soll es vor allem um die Standards 20 und 23 gehen. Also der 23er Standard, der ist jetzt vor kurzem, glaube ich, finalisiert worden. Genau, und dementsprechend schauen wir uns das heute an. Und ich bin leider nicht ganz so fertig geworden, wie ich wollte. 23 sind nur noch so ein paar Bits und Pieces drin, aber es ist, glaube ich, okay. Ja, mit was fängt man an? Immer vielleicht mit einem Hello World, wenn man sich eine Programmiersprache anschaut. Und gerade in C++ hat sich Hello World über die Zeit auch irgendwie schon etwas ist mitgewachsen, kann man sagen. Angefangen hat C++ ja quasi als pure Erweiterung auf der Sprache C. Deswegen habe ich euch hier zu Beginn mal das Hello World aus C mitgebracht. Ich habe es compile-testet, ne? Ich hatte schon Schiss, dass ich das irgendwie gabel. Aber bei ein paar Slides kann man annehmen, also die habe ich nicht getestet, weil, keine Ahnung, es ist halt Slide-Code, ihr sollt die Idee mitnehmen. In dem C++, was wir vielleicht alle kennen, ist es so, dass wir IO-Streams haben und mit denen eben dann unseren tollen Hello World-String printen und das Ganze mit einer Endline beenden. So, und jetzt gucken wir mal nach vorne in die Zukunft. Wie ändert sich unser Hello World? Das eine ist das, dass wir einen Header hinzubekommen, der uns Formatting erlaubt, so wie man das zum Beispiel aus Go kennt mit FMT oder von Python den Format Strings. Und immerhin darüber mal diese Nachricht formatieren können. Das ist jetzt bei Hello World, naja, lohnt sich das eigentlich fast nicht. Wenn man weitergeht, kriegen wir aber auch noch diese nervigen Spitzklammern da weg. Und wir bekommen dann in C++ 23 STD Print. Das einfach mal nur so als Aufhänger an Hello World entlang gezogen. Jetzt vielleicht mal zum eigentlichen Inhalt, weil es gibt doch ein bisschen mehr in C++ als Hello World. Vielleicht als Hinweis: Ich habe sehr viel der Inhalte aus diesem Vortrag, aus diesem Talk geklaut, den ich damals auf der CppCon 2020 mit angeschaut hatte, der in etwas mehr Länge vermutlich als ich auf noch mehr Features eingeht. Also wenn ihr wollt, der ist am Ende verlinkt, schaut ihn euch sehr gerne an. Ja, da ist an manchen Stellen auch nochmal weitaus mehr Detail drin. Genau, es gibt so ein paar große Features, die C++ 20 mitgebracht hat und eines davon sind Modules. Denn aktuell, oder also wie schon immer, hat man eigentlich so einen Glorified Copy-Paste bei diesen ganzen Header-Includes mit drin. Das heißt, der Präprozessor nimmt eigentlich da, wo eben ja, Include steht und setzt das hart ein im Präprozessing-Step und ja, löst Makros auf, sorgt dafür, dass, wenn man die richtigen Header-Guards setzt, es immerhin nur einmal copy-pastet wird und so. Aber genau, das ist so ein bisschen der State of Things im Moment. Und in C++ 20 soll diesem Problem eben begegnet werden mit Modules, die ein paar der großen Probleme, die der Status quo so hat, eben entgegenhalten sollen. Das heißt, es sollen Makro-Leaks verhindert werden. Das heißt, dass ein Header einen Makro definiert, was aus Versehen in einem anderen Header oder dann im Code drunter auch verwendet wird oder die sich irgendwie gegenseitig überschreiben. Deswegen wird dann auch die Reihenfolge der Includes unwichtig. Dadurch, dass quasi der Header nicht mehr nach außen strahlen kann. Die haben noch ein Feature mit drin, dass quasi Namenskollisionen vermieden werden. Das heißt, zwei gleiche Symbole aus unterschiedlichen Modules müssten, glaube ich, dann trotzdem keine Kollision sein. Genau, und als solches wird das Ganze auch eben nur einmal geparst und kompiliert und sollte deswegen längerfristig zu schnelleren Compile-Times führen. Im Moment ist das Tooling noch scheiße, deswegen ist es eher so über den Daumen gepeilt schneller, aber in der Zukunft sollte man da eben gerade bei großen Softwareprojekten wirkliche Vorteile sehen. Genau, ein interessanter Part ist der, dass der Export explizit ist. Das ist ja quasi was anderes als bei Headern, da ist ja alles erstmal sichtbar. Und somit bietet einem das auch nochmal quasi so eine Art zweites Private, wo man auf Modulebene quasi private Funktionen haben kann. Ich habe euch hier mal ein Beispiel eben mitgebracht. Wir exportieren an der Stelle das Modul Chaos-Treff.
in dem dazugehörigen File, definieren darin einen Namespace und zwei Funktionen, wovon eine eben exportiert ist. Da wird auch dieses tolle Feature mit Print schon verwendet, was ich gerade genannt habe, und nutzen eben in der exportierten Funktion die interne Funktion und rufen die exportierte Funktion dann wiederum in der Main-CPP mit auf. Und wenn wir an der Stelle jetzt quasi statt Print Welcome die Get chaotische Viertelstunde aufrufen würden, dann würde das nicht funktionieren, weil die eben lokal zu dem Modul ist. Fragen würde ich am Ende machen, sonst wird das ziemlich wild bei diesem Vortrag. Genau, wir hüpfen ein Feature weiter. Es gibt Ranges und Algorithms. Im Moment ist es so, dass C++ quasi als Abstraktion über den klassischen Pointer und Offset sogenannte Iteratoren drin hat. Die bieten an einigen Stellen schon einen relativ einen Fortschritt, sind relativ clunky allerdings, weil man da relativ schnell lange Typnamen hat. Und wir definieren jetzt hier quasi mal über die alte Stelle, oder wir nehmen einen Vektor, geben uns den Inhalt aus und sortieren dann eben über die Begin- und End-Iteratoren den Inhalt des Vektors, geben ihn dann wieder aus und sehen dann natürlich, dass er eben sortiert ist. Genau, wie ist das jetzt eben anders mit Ranges? Ranges bieten einem quasi ein abstrahiertes Konzept über einen Begin- und einen End-Iterator und ermöglichen somit ein paar ganz coole Sachen. Nämlich zum Beispiel kann man keinen Mismatch von Begin- und End-Iterator haben. Also wenn wir nämlich einen Begin-Iterator aus dem einen Container nehmen und einen End-Iterator aus dem anderen Container, dann können im Moment ganz funky Dinge passieren und das ist mit Ranges zum Beispiel verhindert. Und zusätzlich bekommt man so als Bonus quasi auch nochmal ein bisschen ein netteres Interface für manche Operationen, sodass man zum Beispiel eben nur noch einen Vektor oder dieses Vektorobjekt direkt einem Sort-Algorithmus übergeben kann. Der ist an der Stelle allerdings spezialisiert in einen Range-Algorithmus. Und da gibt es eine ganze Library von, die eigentlich 1:1 das spiegelt, was im Moment auch schon in der Algorithmen-Library drin abgebildet ist. Ein weiterer Part bei Ranges ist aber nicht nur quasi dieses Mini-Feature an sich, sondern auch noch, dass man zugehörig Views und Filter Sachen bekommen hat. Damit kann man nämlich dann hergehen und sogenannte Views definieren, die dann Stück für Stück lazily evaluiert werden, wie man eben durch sie durchgeht. An der Stelle haben wir zum Beispiel diesen, da habe ich einen Tippfehler, das muss natürlich V heißen statt Data, haben wir jetzt eben einen View, filtern daraus eben alle ungeraden filtern wir raus, gehen dann weiter und machen eben noch eine Transform-Operation darauf, in der wir jedes Element wiederum mit 2 multiplizieren, droppen dann das erste Element, reversen dann noch den View darauf und verwandeln dann noch jedes Element in einen String. Und die Kommentare sind an der Stelle etwas irreführend. Es ist so, dass dort quasi abgebildet wird, was jeweils der Zielzeit wäre, wenn man aufhören würde. Aber tatsächlich wird das eben erst evaluiert, wenn man auf das Element zugreift. Ein netter Nebeneffekt davon ist auch noch, dass man Infinite Ranges haben kann. Das heißt, man geht dann eben durch zum Beispiel vom Start her eine unendliche Sequenz an Integern durch und nimmt davon nur die Geraden oder solche Sachen eben. Und das funktioniert natürlich nur, weil das kein tatsächliches Array ist, sonst wäre Infinite ein bisschen lang. Genau, und wie ihr seht, wem diese Syntax vielleicht nichts sagt, hier drin ist ein Lambda in C++ und das hier ist eben der neu für Ranges und Views eingefügte Pipe-Operator, mit dem man dann quasi von View zu View gehen kann. Die Idee an der Stelle ist, dass das adaptiert aus der Praxis ist. Das heißt, es gibt die sogenannte Ranges V3 Library, die dieses Konzept schon relativ lang umsetzt. Und die wurde jetzt sozusagen upstream in der Standard Library umgesetzt. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel aus Gründen noch nicht diesen C++ 20 Standard an seinem Compiler verfügbar hat, gibt es diese Library, die, glaube ich, ein bisschen eine niedrigere Anforderung als 20 eben hat. Genau. Wir springen einen Schritt weiter. Coroutines sind auch ein neues Feature in C++ 20. Das ist eines der Features, mit dem ich ehrlich gesagt nicht so wirklich was anfangen kann, weil immer, wenn ich es mir angeguckt habe, dann bin ich irgendwie nur verwirrter gewesen. Als solches ist es eben eine Möglichkeit für konkurrentes, wie heißt das auf Deutsch, um concurrently Dinge auszuführen. Nebenläufig,
und ist dadurch gekennzeichnet, dass wir irgendwo in der Funktion ein co-await, co-yield, co-return, genau, eines dieser Keywords eben haben, dann weiß der Compiler, es handelt sich hierbei um eine Coroutine und behandelt es eben auch als solches. Da gibt es sehr spannende Dinge noch, wie das alles irgendwie implementiert ist mit den zugehörigen Stackframes und alles Mögliche. Wenn ihr da irgendwie Nerd seid, dann schaut euch das sehr gerne an, gerade weil ja die Funktion vielleicht aus anderen Programmiersprachen auch sehr bekannt ist. Also ich glaube, Goroutines sind ja zum Beispiel das äquivalente Konstrukt in Go. Genau. Und es ist dann entsprechend, gibt es verschiedene Garantien dahingehend, inwiefern Sachen dann parallelisiert werden oder nicht. Lest es euch gerne durch, ich kann es euch nicht beantworten. Die Frage, die man da vielleicht auch noch haben kann, warum sind da diese weirden Co-Unterstrich-Präfixe an diesen Worten? Long story short, die C++-Leute hatten Angst, Sachen kaputt zu machen, wenn sie yield und await quasi nehmen, weil das natürlich auch in bestehenden Codebasen ein sehr groß verbreitetes Keyword, Variable Name, was auch immer sein könnte. Und dementsprechend haben sie sich eben nach langer Diskussion und sehr viel Uneinigkeit und verbrannter Erde dazu entschieden, co-await, co-yield und sowas zu verwenden. Genau, Use Cases für Coroutines sind Generators, asynchrone Input-Output-Operationen, alles, was irgendwie event-driven ist und auch so quasi lazy oder lazy computations als solches. Genau, wir haben dann noch Concepts als ein Ding, was in C++20 eben eingefügt wurden. Und Concepts sind Constraint für Template-Parameter. Das ist jetzt vielleicht ein Begriff, der bei manchen Leuten sehr viel Bahnhof auslösen kann. Deswegen habe ich euch nochmal einen kleinen Refresher zu Templates mitgebracht. Templates sind die Möglichkeit in C++, um statische Polymorphie, also generischen Code auf Typen, eben umzusetzen. Und hier als Beispiel habe ich mal eine Add-Funktion mitgebracht, die addiert zwei Integer und gibt einen Integer zurück, also kanonische Add-Funktion. In C zum Beispiel, wenn ich das richtig weiß, glaube ich bis seit kurzem, hätte man das jeweils separat für jeden Datentyp definieren müssen, ganz abgesehen davon, ob in Frage zu stellen ist, ob das eine gute Idee ist hier mit den Strings, aber egal. Auf jeden Fall haben wir die gleiche Logik für jeden Datentyp implementiert und müssten das jedes Mal wieder explizit machen. Templates erlauben einem, das zu abstrahieren, indem man das eben in eine Funktion reinmacht, ein sogenanntes Funktionstemplate erstellt, das gibt es auch für Klassen, wobei die Logik quasi abseits des zugehörigen Datentyps implementiert wird. Das heißt, wir stellen uns einfach vor, sobald diese Funktion instanziert wird mit einem Int, dann wird hier einfach überall, wo jetzt T steht, Int hingeschrieben, das ist so simplified, das, was da passiert. Details sind etwas spannender. Aber genau, das heißt, wir können zum Beispiel in diese Funktion auch nicht ein Int und ein Float reinstecken, weil wir dadurch, dass beides mal T dasteht, eben garantieren, dass zwei gleiche Typen in diese Funktion reingesteckt werden müssen. Genau, und in C++20 kann man über Concepts diese Templates jetzt eben noch constrainen. Das heißt, wir können definieren, wann ein Typ addable ist, und sagen das, wenn in dem Fall quasi die Plus-Operation auf dem gleichen Datentyp auch definiert ist, und können dann einschränken, dass dieses Template nur funktioniert für addable Types. Das heißt, die, bei denen eben diese Operation hier oben definiert ist. Ziel des Ganzen ist, wer schon ein bisschen C++ programmiert hat, weiß, dass man sehr schnell sehr abgefuckte, sehr lange Errors kriegt, wenn man irgendwie Dinge mit Templates falsch instanziert. Und deswegen sollen Constraints quasi dazu führen, dass man einfach sagen kann, sorry, dieses Ding hat keinen Plus-Operator und nicht, 250 Zeilen wilder Log. Und ein weiteres Nebenprodukt, was man davon quasi hat, ist, dass so ein paar Metaprogramming-Magien wie Scene halbwegs oder erleichtert werden sollen. Von dem, was ich bisher gehört habe, funktioniert das in der Praxis manchmal nicht ganz so, wie sich die Leute das beim Design vorgestellt haben. Aber wiederum Details. Genau, das heißt, wir können eben einen bestehenden Daten oder eine generische Funktion einschränken auf eine gewisse Art, auf einen Subset aller Typen. Genau, und das kann man eben auch nochmal etwas anders formulieren. Ich habe jetzt hier einmal die Template-Syntax verwendet und einmal jetzt eben hier noch die, ich habe vergessen, wie sie heißt, aber quasi die Syntax, wo hier ein Autor steht und dann entsprechend definiert wird, dass das ein Addable sein muss.
Genau. Es gibt in der Standard Library vordefinierte Concepts, die zum Beispiel sowas wie einen Derived From oder die Ermöglichung einer Umwandlung definieren. Es gibt die Definition eines Integral Types, also sowas wie ein Int. Und so etwas Higher-Level-Concepts auch noch über solche Dinge wie Sortable, Mergeable und Permutable, wo dann zum Beispiel an die entsprechende Range an Elementen, keine Ahnung, bei Sortable braucht man einen Vergleich, die Sachen müssen tauschbar sein, das heißt, es braucht gewisse Arten, sie zu konstruieren und sowas eben schon vordefiniert ist. Die kann man natürlich auch einfach nutzen oder beliebige andere selbst definieren. Es ist auch möglich, dass man diese Concepts eben gemeinsam benutzt, das heißt Composite-Concepts aus bestehenden Concepts eben erstellt. Man muss nur auch immer bedenken, dass je mehr man auf der Abstraktionsebene nach oben geht, desto schwieriger wird es natürlich irgendwann, den Code zu refactoren. Das heißt, wenn man irgendwann mal zu starke Einschränkungen schon auf der diese generischen Typen dürfen hier reingesteckt werden, Ebene hat, dann wird es eventuell schwierig, wenn sich der Algorithmus, der darunter liegt, ändert. Genau. Wir haben was anderes noch, den Spaceship-Operator, den finde ich von der Benennung her sehr cool. Offiziell heißt er auch anders, offiziell heißt er Three-Way Comparison Operator. Die Idee ist, dass er eben einen Wert kleiner 0 zurückgibt, wenn a kleiner b ist, einen Wert größer 0, wenn a größer b ist und 0, wenn die eben gleich sind. Und der Common Use Case ist eben der, dass man dem Compiler ermöglicht, indem man diesen Operator defaultet, quasi eine elementweise Comparison zu autogenerieren. Man kann das aber natürlich auch selber schreiben und kann dann eben festlegen, ob das eine starke Ordnung, L1 ist zu lang her, also Strong Ordering, Partial Ordering oder Weak Ordering eben ist. Und das ermöglicht einem, von dieser Mess hier wegzukommen, nämlich war es bisher eben nötig, dass jeder Operator quasi eigens definiert ist und dementsprechend, hat man halt für das Standardset an Operationen auf jeden Fall schon mal das hier und das ist jetzt eben möglich zu simplifieren auf diesen Ausdruck. Und das ist schon eigentlich auch ganz cool. Genau. Dann haben wir noch Text Formatting. Text Formatting hatte ich ja vorher bei meinem Hello World Beispiel quasi implizit schon erwähnt. Im Moment ist es so, dass IO-Streams eben verwendet werden. Das ist diese Syntax eben mit diesen Spitzklammern. Die sind toll, typesafe und extensible und leider ein bisschen schwierig zu lesen, schwierig zu lokalisieren, sind scheiße langsam. Die Zukunft ist in dem Fall also quasi Format, beziehungsweise jetzt der neue Header noch in C++ 23 mit Print. Und die basieren auch quasi wieder auf existierender Praxis. Das heißt, es gibt die FMT-Library und die setzt das, was standardisiert ist und mehr, auch schon um. Und ermöglicht einem eben das so ein bisschen Formatting, wie man das aus modernen Programmiersprachen kennt, jetzt auch in C++ umzusetzen, beziehungsweise jetzt auch standardisiert eben. Das heißt, wir können jetzt mit C++ 20 eben, also stdprints hat es noch nicht geschafft, deswegen müssen wir den String formatieren und das dann couten. Wir können damit jetzt eben hier so Platzhalter in einem gegebenen String einsetzen und dann beliebige Werte auch unterschiedlichen Types einsetzen. Das Coole ist, dass das Ganze eben immer noch typsicher ist und Compile-Time-Checks hat und da, wo es geht, also wo die Sachen wie jetzt in dem Fall hier auch quasi auf Compile-Time-Ebene schon vorhanden sind, das auf zu Compile-Zeit auch schon in den String einbauen kann und so. Das sind ein paar ganz coole Sachen, die da eben mit dabei sind. Und mit C++ 23 kriegen wir jetzt eben auch stdprint und stdprintline und dann haben wir IO-Streams finally hinter uns gelassen. Soweit die Idee, glaube ich, von den Leuten, die das in der Standardisierung pushen. Genau, dann noch so ein paar Sachen aus C++ 23, also das war jetzt hier gerade ja schon das erste, aber aus C++ 23 gibt es auch noch STD Stack Trace, wo Funktionen drin sind, um entsprechend Stack Traces, wie man das zum Beispiel bei einem Crash von Python kennt, zu generieren. Und da kann man dann eben entsprechende Calls einbauen und die werden dann an den Stellen, wo dann diese Funktion aufgerufen wird, eingesetzt. Und hier fehlt irgendwie, hier habe ich leider den Output überschrieben, aber die erzeugen dann einem quasi so einen Stack Trace halbwegs, wie man das aus anderen Tools kennt.
Der unterscheidet sich natürlich, weil es gibt die großen Implementierungen, also Clang, GCC und MSVC von Microsoft, die produzieren einem alle so ein bisschen einen anderen Stack Trace, aber die sind alle so, wie man das von der jeweiligen Plattform halt halbwegs kennt. Genau. Es gibt noch ein weiteres Feature, das ist ifconst-eval. Das erlaubt einem eben zu checken, ob der Code, den man aktuell hat, zur Compile-Zeit ausgeführt wird oder nicht. Das heißt, wir können jetzt an der Stelle, wenn wir eine Funktion haben, die uns erlaubt, zur Compile-Zeit schon Power-Off auszuführen, schauen, dass wir die auch verwenden, wenn der Kontext das eben erlaubt. Und hier ist jetzt eben entsprechend mal eingesetzt. Wir haben hier diese const-eval-Funktion, die quasi integer-power-compile-time, glaube ich, heißen soll, mit hier einer Implementierung, die ich ausgelassen habe, und rufen die eben, wenn ipower aufgerufen wird, in einem Kontext, wo das geht, also wo alle Inputs const-express sind, dann rufen wir auch die compile-time-Funktion eben auf. Und diese Funktion, also dadurch, dass die mit const-eval geprefixed ist, funktioniert das auch wirklich nur zur Compile-Zeit, und dadurch, dass ifconst-eval das hier checkt, genau, wissen wir eben, dass dann die richtige Funktion aufgerufen wird. Und wenn das nicht klappt, defaulten wir auf die std-pow-normale, langsame Power-off-Funktion. Und das kann man dann entsprechend auch noch checken. Ja, das war einmal der Flug durch die neuen Features. Ich habe ja gesagt, Fragen hätte ich gerne am Ende, damit wir auf jeden Fall nicht bei dem ersten Feature-Set schon 10 Minuten Fragen drin haben. Ich habe hier einmal die Links noch reingepackt zu den zwei Talks und den zwei Referenzseiten bei der CPP-Reference, wo auch immer schön aufgelistet ist, welche neuen Features in den Standard reingeschafft haben, und freue mich jetzt über eure Fragen.